damit ich Ihnen nicht zu erzählen vergesse. Einmal muss man doch was anderes sagen. Ist Ihnen auch so heiß heute? Schrecklich. Sehen Sie, so heiß war es einmal dem Ministerpräsidenten Ben-Gurion. Und er hat sich, sage und schreibe, beim High Commissioner, damals war er noch nicht Ministerpräsident, da war noch der Hochkommissar da, den Rock ausgezogen. Sagt der High Commissioner, Mr. Ben-Gurion, was machen Sie? Sagt er, verzeihen Sie, das hat mir Churchill erlaubt. Sagt er, wieso hat Ihnen das Churchill erlaubt? Sagt er, sehen Sie, wie ich das letzte Mal in London gewesen bin, am Buckingham Palace, da war ich bei einem Empfang und da war mir so heiß und da habe ich mir den Rock ausgezogen. Und da hat Churchill zu mir gesagt, Ben-Gurion, das können Sie bei Ihnen zu Hause beim High Commissioner machen, aber nicht hier. In ein Haus der Freude kommt ein Herr und sagt zur Madame la propriétaire. Im Französischen heißt es Mère de la puce. Sie, Frau Rosa, ich möchte heute gerne auf die jiddische Tour. Ja, ich möchte gerne auf die jiddische Tour. Da schaut sie die ganzen Mädels an, so, Kinder, wer kennt die jiddische Tour? Alle machen so. Nur eine kleine, neue 17-Jährige, sie ist erst 2 Tage da, sagt, Mama, ich kann die jiddische Tour. Sagt sie, geh, brav, mein Kind, brav. Geh herauf mit ihm auf die jiddische Tour. Kaum sind sie im Zimmer, das Mädel sperrt zu, fängt sie an zu weinen und sagt, ich bin so unglücklich. Ich bin so unglücklich. Ich bin 2 Tage da, ich wollte der Mama gefallen tun, ich wollte mich ein bisschen in den Vordergrund spielen. Ich habe keine Ahnung von der jüdischen Tour. Aber als sie es nicht verraten, mache ich sie dann um die Hälfte. Wird da sagt er, mein Kind, du wirst lachen, das ist die jüdische Tour. Ich freue mich, dass ich Ihren Geschmack getroffen habe. Damit ich nicht vergesse, Ihnen zu erzählen, der berühmte Baron Dukatenzähler, ein sehr reicher Mann, sitzt im Tempel an einem hohen Feiertag, der ja bekanntlich von den Christen nicht gehalten wird, und die Börse, obwohl schlecht besucht, arbeitet. Sekretär des Baron Dukatenzählers schaut, Gutensteiner Ziegel steigen. Soll man kaufen, soll man nicht kaufen. Sie stehen schon auf 104, 106, soll man kaufen, soll man nicht kaufen. 112, 115. Bei 130 hält es nicht mehr aus, lauft von der Börse vis-à-vis in den Tempel herein, drängt sich herein, schleicht da durch, traust die Leib weg und sagt, Baron, Herr Baron Dukatenzähler, Gutensteiner, auf 130, soll man kaufen oder nicht? Da wendet der berühmte Baron Dukatenzähler sich ihm zu und sagt, mein lieber Freund, Sie haben 3 große Fehler gemacht. Erstens einmal haben Sie sich hereingedrängt in diesen Tempel, ohne dass man Sie aufgefordert hat, und haben die heilige Handlung gestört. Zweitens haben Sie mich in meiner Versenkung unterbrochen. Und drittens werden in diesem Tempel Gutensteiner schon mit 164 gehandelt. Damit ich nicht vergesse, Ihnen zu erzählen, ein Mann läuft über die Straße, läuft, 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 kommt der andere und sagt, wo sie ist, sagt, lassen Sie mich, wo sie ist, sagt, lassen Sie mich, sagt, wo rennt ihr, sagt, ich muss zum Arzt, sagt, warum, sind Sie krank, sagt, nein, aber meine Frau gefällt mir nicht, sagt der andere, Wort, ich gehe mit Ihnen, meine Frau gefällt mir auch nicht. Damit ich nicht vergesse, Ihnen zu erzählen,
Wir sind gerade beim Doktor angelangt. Es kommt einer zum Doktor und sagt, Entschuldigung, ich schäme mich so. Sagt er, warum? Sagt, ich schäme mich. Sagt er, warum schämt sich ein erwachsener Mensch? Was brauchen Sie schämen? Worüber schämen Sie sich? Ich mache ins Bett. Sagt er, was? In der Nacht mache ich ins Bett. Sagt er, was heißt das? Wer Sie psychiatrisch behandeln, bald wird es besser sein. Der hat in 6 Wochen psychiatrisch. 6 Wochen trifft er seinen Javier, sagt er, no, wie geht's dir? Sagt er, gut. Sagt, schämst du dich noch? Sagt er, nein. Sagt, machst du noch ins Bett? Sagt er, ja. Aber jetzt bin ich stolz darauf. Freilen Sie auch, weil Sie so lachen. Am See Genezareth, Kineret, dort am See Genezareth sind 3 Kranke. Ein Blinder, ein Tauber und ein Lahmer. Sie beschließen, in das Wasser hineinzuspringen, entweder geheilt zu werden oder zu sterben. Der Blinde geht hinein, springt rein, kommt raus und sagt, ein Wunder ist geschehen, ich sehe. Ich sehe alles, denn sehe ich, sehe niemand. Und der Taub. Springt hinein ins Wasser, kommt heraus und sagt, Gott, Gott, ein Wunder, ich höre die Vögel. Und der Gelähmte sitzt im Rollstuhl. Schieben sie ihn rein, lassen ihn 3 Minuten drin, dann ziehen sie ihn raus. War der Rollstuhl neu bereift. Zu einem berühmten Arzt kommt eine wunderschöne Frau, setzt sich hin so. Sagt sie, na, Herr Doktor? Sagt er, was ist? Sie kennen mich nicht? Sagt er, nein. Sagt er, denken Sie nach. 3 Jahre zurück? 3 Jahre zurück? Sagt er, ja. Sagt, verzeihen Sie, gnädige Frau, ich weiß nichts. Denken Sie zurück und lassen Sie die gnädige Frau weg. Sagt, wieso? Vor 3 Jahren haben Sie mich operiert. Ich war Salokon. Und Sie haben mich operiert. Und jetzt bin ich Seraphine Kohn. Sagt er, mein Gott, meine Frau, sind Sie schön geworden. Und wie fühlen Sie sich als Frau? Sagt, herrlich, herrlich. Sagt, und nie haben Sie Sehnsucht, wieder ein Mann zu sein? Sagt sie, oh ja, hin und wieder, wenn ich in der Waberschild sitzen muss. Zu dem berühmten Maler Friedensreich Hundertwasser kommt eine Dame und sagt, Sie sollen mich ausmalen, bitte. Eine porträtistische Studie. Friedensreich Hundertwasser, sagt er, natürlich, kommen Sie zu mir nach Venedig. Sagt er, nein, Sie sollen mich hier ausmalen, ich zahle sehr gut, ich zahle Ihnen Dollar. Friedensreich Hundertwasser beginnt zu malen, malt sie fertig. Sie sieht sich auch ähnlich, oh ja. Die Dame sagt, das Bild gefällt mir, nur einen Wunsch habe ich, bitte. Wenn Sie mir malen möchten, so Boutons, so, was man so unten hängen hat, mit Smaragden, diese grünen Steine. Ich zahle dafür 1.000 Mark. Nun, der meinte das so hin. Zufrieden? Sagt sie, ja. Und dann möchte ich, dass Sie mir so eine Kette malen, mit großen Smaragden. Ich zahle dafür 2.000 Mark. Zahle 2.000 Mark, meinte das hin. Dann sagt sie, ich will nicht unbescheiden sein, aber wissen Sie, ich möchte haben, so wie die englische Königin, so ein Düdem. So ein Düdem, nicht so hoch, aber mit grünen Steinen, mit Smaragden. 3.000 Mark, am Alter das auch, und sagt, gnädige Frau, jetzt haben Sie 5.000 Mark extra bezahlt. Wofür das alles? Sagt, ich will Ihnen sagen, ich bin eine alte Frau mit 64 Jahren und ich bin nicht mehr sehr gesund. Mein Mann, er ist 20 Jahre jünger denn ich. Und er hat eine Freundin.
Sie ist erst 21 Jahre und ich fühle mich nicht wohl. Ich habe das Gefühl, ich werde bald pägern. Ich werde bald sterben und er wird sie heiraten. Und dann wird sie ihm das ganze Leben lang fragen, wo ist der Schmuck von deiner Frau? In der Eisenbahn sitzen zwei Jeden, sagt der eine, hör mal aus. Es ist verboten, darüber zu sprechen, aber hör mal aus. Ich frag dich eines, wie viele Jeden gibt es in der Sowjetunion? Sag mir, wie viele Jeden gibt es in der Sowjetunion? Es hört uns niemand. Sag mir, wie viele Jeden gibt es in der Sowjetunion? 3 Millionen. Und wie viel wollen auswandern? 5 Millionen. Und damit ich nicht vergesse, Ihnen zu erzählen, Brezhnev und Nixon sitzen zusammen. Und Brezhnev sagt, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich hätte niemals die arabischen Menschen unterstützen dürfen. Ich hätte niemals gegen den israelischen Staat etwas unternehmen sollen. Ich weiß nicht, wir haben auch in der Mongolei falsch entschieden. Der 22. Parteitag war von mir falsch geführt. Ich habe große Fehler gemacht. Sagt der Nixon, oh, wissen Sie, ich habe gemacht so viele Fehler. Fehler mit dieser, wie heißt es, mit der Formosa. Und ich habe Fehler gemacht in den Nahen Osten. Und ich habe so viel, auch bei uns in Amerika, ich habe den Antisemitismus nicht bekämpft. Und ich habe die Negerfrage nicht gelöst. Und ich habe überhaupt so viele Fehler gemacht. Wo spielt dieses Gespräch und wann? Ich kann es Ihnen sagen. Im Jahr 2000... in einem chinesischen KZ bei Kornelsburg. So in der Eisenbahn sitzen zwei Herren. Der eine Herr in einer bekannten Tracht, mit langem Bart, Pajot, Strammel, Kaftan, ist er so. Man fuhrt. Und ihm vis-à-vis sitzt ein Herr in einem strengen schwarzen Anzug mit einem weißen Kragen. Und die schauen sich so an und auf einmal sagt der eine zum anderen, verzeihen Sie, ich erlaube mir aufzuwerfen meine Frage. Sie sind ein Balmachome? Bitte? Ich meine, Sie sind ein Soldat? So, nein, ich bin nicht Soldat. Na, weil Sie haben so eine Uniform. Sagte mein lieber Freund, das ist keine Uniform. Das ist meine Amtstracht. So, was sind Sie, Forstadjunkt? Sagte nein, ich bin Priester. Christlicher Priester. Ja. Evangelio oder Katholik? Ich bin katholischer Priester. Ist das eine gute Panose? Sag bitte, ist es ein gutes Geschäft? Es ist ein sehr befriedigendes Geschäft. Nur eine Frage, man ist unter sich, so in der Eisenbahn, Männer unter sich, ich meine, haben Sie Möglichkeiten, Karriere zu machen? Selbstverständlich, ich kann Abt werden. Was? Der Abt, das Vorstand eines Klosters zum Beispiel. Ganz schön. Und als die Abtin ist vorbei mit der Karriere? Nein, ich kann auch Bischof werden. Sagt der Bischof, das kenne ich. Das sind die mit den verdrehten Stecken. Mit den spitzen Mützeln. Bischof ist sehr schön, der Bischof. Aber als die Bischof sind, aus mit der Karriere. Sagt er, nein, ich kann auch Kardinal werden. Der Kardinal, das kenne ich. Das ist Bischof in Technicolor, ich weiß. Ich habe gesehen, so beim Konzilium und so. Sagt aber, als Sie so ein Kardinal sind, dann ist vorbei mit der Karriere. Nein, theoretisch kann ich auch Papst werden. Sagt, oh, Papst,
Sehen Sie, Papst, das ist mir. Papst, ja, das ist eine wunderbare Beschäftigung. So in weißem Kleid mit diesem weißen Dings da oben, so wie ich trage in schwarz, genauso hat er in weiß, sehr schön. Da spricht er rein in gildernem Mikrofon und immer, jedes Jahr zweimal am Petersplatz eine große Ansammlung. Und also wirklich, das ist ein sehr gutes Geschäft. Nur eine Frage, wenn Sie, ich meine, Sie sind ja informativ. Informativ. Also die Papstin ist zu Ende mit der Karriere, da wird der andere böse und sagt, selbstverständlich, der Heiland kann ich nicht werden, so, da sehen Sie, einer von unserer Leid ist geworden.